Hi zusammen, heute gibt es eine kleine Spezialfolge vom Riskbuster, eine ganz kurze Folge. Ich bin heute auf dem ersten Forum Verkehrssicherheit und wir haben schon sehr viel zu Alleinunfällen, Spezialfahrrädern und ähnliches gemacht. Heute will ich was Besonderes ausprobieren, nämlich ein Fahrrad-Airbag. Wie genau das funktioniert und vor allem wie es genau sich für mich anfühlt, werden wir gleich sehen und dann würde ich sagen, probieren wir es aus. So, hier ist das gute Stück. Sogar ein Camouflage und jetzt bin ich gespannt, was das alles kann. Guck doch, ach, die Sonne scheint so schön. Und lad dir mal dran. So, die Tests sind vorbei, das System hat im richtigen Moment ausgelöst und dadurch geht es meinem Kopf gut. Es war schon ein komisches Gefühl, mal ohne Helm zu stürzen und zu wissen, in dem Moment kann ich nicht mehr reagieren und ich musste hoffen, dass der Airbag auch vernünftig funktioniert. Das hat er zum Glück und dadurch alles gut gegangen. Nehmt euch das aber auf jeden Fall zu Herzen. Laut Hannelore Kohl Stiftung sind es jährlich 23.000 Fahrradunfälle, die mit Schädel-Hirn-Verletzungen einhergehen. Deswegen tragt einen Helm oder ein anderes System wie den Airbag, den wir euch heute vorgestellt haben. Und damit kann ich nur sagen, schützt euren Kopf und bis zum nächsten Mal.